Wir kommen heute zur nächsten Wochenzusammenfassung von den verschiedenen Clicker, Idle und Incremental Games. So, bei Crusaders of the Lost Idols ist jetzt wieder das Winter-Event eingekehrt. Und auch hier gibt es jetzt den dritten Crusader, also das dritte Jahr. Und es gibt den netten Drachen, den habe ich mir bereits geholt. Ja, also ganz am Ende hier, Xander, der X-Mess Dragon, ist der neue Crusader und er hat, wie ich schon angenommen hatte, tatsächlich im 28. Slot Platz gefunden. Ja, was hat er als besondere Fähigkeit? Increase DPS auf Crusaders ist seine Fähigkeit und Increase Effect of Friendly Fire. Das ist ja diese Fähigkeit, die er hier ausübt. Und Gather Around Everyone, das ist glaube ich noch Friendly Fire, also applies to Crusaders who are 2 slots away from Xander. Wenn 10 oder mehr Formation Abilities affecting Xander the X-Mess Dragon. Okay. Ja, keine Ahnung, wie viele aktuell affected wird. Wahrscheinlich nicht genug. Aber wenn er, mal gucken, wenn er weiter in der Mitte stehen würde, könnte es vielleicht hinkommen. Aber im Moment geht es mir hier eh nicht um DPS, sondern ich bin im Moment dabei, die neuen Objectives zu vervollständigen. Die Tier 4 Objectives, die bei Ghostbard dazugekommen sind. Aber erstmal hier wieder die ganzen Missionen zu vervollständigen. Als nahezu. Okay, da kommt jetzt die Skroll. Also für wen ist es diesmal? Für Gloria, die gute Hexe. Mit dir erstmal hier los. Das Schild hebe ich mir noch für andere Sachen auf. Und. Na, nicht das mit dem Schild. So, mal sehen, die anderen Missionen werden jetzt nach und nach aufploppen, sobald ich die anderen losgeschickt habe. Mal gucken, was ist denn die Daily heute? Okay, use Savage Strike und kill 100 Bosses. Das Klicker lasse ich eben wieder stehen. So, das kann man schon einmal einsetzen und es hat keinen Cooldown diesmal. Ein bisschen halt den Cooldown übersprungen, aber ich kann es erst wieder aktivieren, wenn die Minute rum ist. Also, kurz zu den Objectives. Klar, hier die erste habe ich ja schon von dem neuen Event geschafft. Und bei Ghostbird bin ich jetzt im Moment dabei, die Tier 4 Missionen zu absolvieren. Die Guys Night Out habe ich schon erledigt, die paar Faction ebenfalls. Und das sind eigentlich jetzt, also sowohl bei der, man darf kein einziges Vibe erleben. Das heißt, da muss man dann so reines Passiv- oder Idle-Game funktioniert da nicht ganz, sondern ich musste hier zumindest oft genug upgraden, damit die natürlich in der Lage waren, die trotzdem zu killen. Soweit die ganze Formation besetzt ist, ist es nicht so schlimm, dass hier ab und zu ein paar gekillt werden. Vor allem mit meiner Formation, so wie ich sie jetzt auch ähnlich habe, wobei jetzt natürlich ein bisschen abweichend, aber es geht ja vor allen Dingen darum, dass ich hier möglichst die Boni benutze. Mal gucken, jetzt bin ich bei den ich bin bei den weiblichen Crusadern plus alle, die nicht Human sind, die ich nutzen kann. Deswegen tauchen hier eigentlich ein paar männliche auf. Das heißt, diese weibliche Formation ist aus meiner Sicht sehr viel mehr Crusader-Auswahl. Deswegen, ich kann sogar ihn reinnehmen, weil er halt ein Zwerg ist. Aber ansonsten kann ich nicht alle aktivieren, die hier nützlich wären, weil normalerweise würde ich hier zum einen mit dem Präsident Bill Smithsonian, damit ich halt hier mehr Item-Drops habe. Und das andere wäre natürlich Bob der Baumeister. Und das andere wäre natürlich Sinji the Builder, mit dem ich versuche hier möglichst die Droprate zu erhöhen, damit das eben nicht so lange dauert, bis die Level abgeschlossen werden. Es macht schon einen deutlichen Unterschied, dass ich die zwei gerade nicht nutzen kann. Ich könnte aktuell Chief Cheesy mal noch reinnehmen, genau. Die ist jetzt ja wieder zurück, dass ich zumindest einen Bonus bekomme, oder beziehungsweise mit ihr vielleicht sogar einen doppelten Bonus, die dann mehrere Drops auf einmal ermöglicht. Einfach um hier jetzt noch die letzten, 700, 200, 35 Level dann abzuschließen und ich mich dann weiter auf das Event konzentrieren kann. Das Event ist jetzt noch 9 Tage, also es ist, läuft noch nicht sehr lange. Und ich habe auf jeden Fall schon etliche Itemwährungen wieder eingesammelt. Das heißt, die ersten 3 sind schon fast komplett. Bis 10.000 fehlt noch, dann kann ich zumindest 3 von den Tier 3 Chests einsammeln. Und wenn ich das geschafft habe,
werde ich wahrscheinlich auch ihn ausreichend mit den Sachen ausstatten können. So, mal gucken, was eigentlich hier noch die Bonusmissionen sind. Also klar, rekrutiert habe ich ihn. Und dann eben klar wieder diese drei Ausrüstungsgegenstände. Dann sollen alle Tier 3 Objectives vervollständigt werden. Gut, das heißt alle 5 Missionen einmal absolvieren. Dann Area 900 zu erreichen im Free Play, das ist auch eigentlich kein Problem. Und dann Health Thunder Affected bei 15 different Formation Abilities at once. Okay. Und die Candy Canes habe ich sowieso schon, weil ich halt in den letzten 2 Jahren ja auch schon mitgespielt habe. Mal gucken, ob das hier schon... weil die Frage ist natürlich, wie erreiche ich das, möglichst viele ihn buffen. Okay, er bekommt dadurch einen Buff. Er bekommt, wenn die nah bei ihm sind, bei ihr genauso. Also stellen wir mal in die Mitte und schauen mal, dass ich ihn ringsrum mit Buff-Leuten umgebe, ob ich das hier dann schon ausreizen kann. So, du noch dazu. So, wie viel habe ich jetzt aktuell? Wird es schon mehr als 15? Es sind jetzt 9. So, du hast keinen Buff. Du hast auch keinen Buff, der relevant wäre. So, dein Buff wirkt schon. So, jetzt kann ich natürlich gucken, welche von denen hier noch Buffs haben. Aggressive DPFs for each monster affected by time shot. Das nützt mir natürlich nichts, sondern ich brauche natürlich Buffs, die auf andere wirken. Das wird hier natürlich ein bisschen schwierig, weil der Klicker hat meistens keinen Buff, der irgendwie drauf wirkt. So, mal gucken, ob der Rabbit eventuell einen Buff hat, den ich da noch aktivieren könnte. Okay, das ist, dass er die Click-Damage speichert, aber er hat selber keinen Buff. Okay, Pam hat auf jeden Fall einen Buff. Das heißt, wenn ich die reinnehme, erhöht sie alle von denen, die nah bei ihr sind und in derselben Column. Mal gucken, ob das dann schon als 2 gilt. Ne, es sind jetzt erstmal nur 9. So, Karen hat auf jeden Fall keinen Buff, das sich auf andere auswirkt. Also mal gucken, ob ich hier noch jemanden habe. Emo der Werwolf hat, glaube ich, auch keinen. Und die anderen sind auf Mission. Das heißt, da kann ich jetzt nichts austauschen. So, du hast einen Bonus, der sich auf jeden Fall auf ihn auswirkt. Mal gucken, was hier überhaupt so alles drinsteht. Also Friendly Fire, das ist von ihm. Ja, von Shadow Queen, deswegen, das ist das Increased DPS. Mit dem Mime ist Copying Thunder. Okay, das ist nicht so wichtig. Frosty Snow, Increased DPS. Vor allen Dingen selbst 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute, die um ihn drum herum stehen. Das heißt, die müssten schon allein die Buffs haben. So, mal gucken, hast du einen Effekt? Increased All Gold Found. Increased Affected Follow the Leader for each other animal in the formation. Das nützt mir nichts, weil das gibt keinen Buff auf ihn. Ich glaube, Larry Little Leprechaun gibt ja einen Buff, wieder DPS für alle, die ejected sind, wenn er weniger als 3 hat. Mal gucken. Increased Gold Found, Increased DPS of all Crusaders bei 100%, wenn der 3 or fewer. Das heißt, wenn ich den hier hinten hinstelle, müsste das sich als Buff auswirken. So, aber ich bin jetzt immer noch bei 10. Das hat also noch keinen weiteren Effekt gehabt. Genau, bei ihr gibt es keinen Effekt. Sie hat zwar einen Haufen DPS-Boni. Okay, Robo-Turkey macht, glaube ich, diesen Snap. Saps a random ejected Crusader every 10 seconds. Das wäre zumindest ein Effekt, der auf ihn wirken kann. Wen nehmen wir da hin? Ich glaube dich, weil du hast eh keinen Effekt auf ihn. Aber dazu müsste der jetzt erstmal zappen. Mal gucken, kann ich hier einen anderen auswählen? Ja, kann ich leider keinen anderen auswählen. Okay, das wirkt sich nur aus, wenn die Formation unter Angriff ist.
Also DPS of All Crusader über 50%. Das würde ja auf jeden Fall wirken, egal wo er steht. Das heißt, dann tauschen wir mal den da aus. Gibt es dann 9? Nee. Das ist nur eine DPS-Buff. Das heißt, das wirkt sich auf ihn nicht aus. Das ist natürlich dann schade. Dann gucken wir mal, was Brot zu bieten hat. Ingresse DPS of All Crusaders bei 5 sein. Brot ist eine Frontkolumne. So, wirkt sich das aus? Nö. Monster Attack Priority, increase the DPS of Robbie Raccoon bei 100%, wenn er es dahinter. Gut, das heißt, eigentlich wirkt sich nur das aus, aber wirkt sich halt nicht aus. Ist nicht spezifisch genug. So, das ist auf jeden Fall ein Buff, weil der bufft eigentlich die ganze Formation. So, dann nehmen wir jetzt mal den Drachen. Und ja, da wäre natürlich jetzt die Frage, ob er in der Lage ist, mehrere gleichzeitig zu machen. Okay, jetzt ist er gezappt. Mal gucken, ob das sind trotzdem nur 10. So, mal gucken, wenn ich dich jetzt reinnehme. Das heißt, du bekommst auf jeden Fall Heilung. Das ist auf jeden Fall ein Buff. Jawohl. Das andere wirkt sich jetzt zumindest noch nicht aus. So, jetzt kann ich natürlich noch den Adler dazu setzen, weil der gibt ja auch einen Schutzbuff. Aber damit ist Cheesy weg und Cheesy hat anscheinend auch einen Effekt. So, jetzt natürlich die Frage, der Schneemann, gibt der noch was? Nächste Frosty Increase, Frosty Snowman DPS. Mal gucken, ob der einen Buff verliert, wenn ich den raus. Achso, ja, ich kriege ja leider nicht angezeigt, wie viele Buffs auf ihn wirken. Das ist ja das Blöde. Weil dann könnt ihr natürlich besser erkennen, ob das jetzt zunimmt oder abnimmt. Aber mal gucken. 13 Buffs habe ich jetzt. Jetzt fehlen nur noch 2 Buffs, die ich benötige, um das Achievement abzuschließen. Und mal gucken, was haben wir denn hier noch? For each other Robber Crusader, increase the base level of the Exterminator. Das nützt mir, denke ich, auch nichts. Gloria the Witch, guck mal doch mal, du hast doch gerade ein Item gewonnen, das heißt, kann ich dich jetzt dann auch. Ja, es ist zumindest, dass ich das jetzt auch als Epic machen kann. Wollen wir mal gucken, ob das schon zurückgesetzt ist. Nee, ich brauche noch 2 Einheiten, um das dann zu verbessern. So, also was hast du jetzt für Fähigkeiten? Heals Crusaders in the Column in Front of Gloria. Okay, gucken wir mal, ob das einen Unterschied macht. Wo steckst du denn jetzt? Achso, ich habe dich noch gar nicht drin. So, macht das jetzt noch eine Steigerung? Nee, es bleibt bei 13. Das heißt, da ist wieder was weggefallen dadurch. Mal gucken, ob Mindy the Mime an der Stelle stehen muss. Ansonsten kann ich nämlich dort nochmal die andere wieder reinholen. Wen hatte ich da jetzt drin? Ach ja, genau, den Greifen. Das sind immer noch 13. So, ich bräuchte jetzt noch einen Buff, den ich von außen letztlich aktivieren kann. Mal gucken, was Sneaky anzubieten hat. Increase the DPS of Human Crusaders, das nützt mir natürlich nicht. 2 or more Leprechauns in der Formation. Leprechaun bist ja bloß du. Du bist kein Leprechaun. Wobei, sie ist selber ein Leprechaun. Das heißt, dann müsste das ja greifen. Mal gucken, ob das einen Bonus kriegt. Na, sind wir immer noch bei 13. Hat auf jeden Fall nicht mehr geworden. Wer von euch hat denn noch starke Boni, die sich auf andere auswirken? Also wer von euch ist eigentlich, genau, es müssten ja eigentlich dann Support Crusader sein. Ich glaube, das sind die mit den Herzchen. Aber so viele Eigenschaften hat er nicht. Okay, das nützt mir nichts. Das auch nicht. Unleash nützt da an der Stelle gar nichts. Und ich glaube, der Phytotron hat auch eher diese Explosionsgeschichte, aber nichts, was direkt genau gegen die Monster und wenn ein Feind stirbt, aber das sind keine Boni, die jetzt letztlich gegen die oder die halt auf die Formation selber wirken. So, der hat gar keine Buffs.
Wendy the Witch hat die Buffs. So einer. Increase the Base DPS auf Wendy the Witch bei 25 Frames Wonder. Also das ist wieder nur was, was auf Wendy selber wirkt. Das nützt mir an der Stelle genauso wenig. Aber du hattest doch noch was. Hier ist Crusader Next to Princess the Wild the Mermaid bei 60%. Das wäre auf jeden Fall etwas, was wirkt. Und das ist Royal Blessing Verstärkung. Und was ist das? And there are more Animal Crusaders than Human Crusaders in the formation. Okay, guck mal doch mal, ob wir das irgendwie hinbekommen. Und ob das was bringt. Ja, wir sind immer noch bei 13, das gleicht sich dann schon wieder aus. So, Ah, was ich noch machen könnte, ist ihn nochmal mit dem... mit Mindy the Mime zu koppeln, weil wenn Mindy the Mime seine Sache dupliziert, dann würde der Buff ja zweimal wirken. Also mal schauen, wie lange sie braucht, bis sie Splashing, Splish Splash oder Splashing Cash oder Synchronized Swimming, wenn sie die ganzen dann kopiert hat, dann müsste es eigentlich auch nochmal um 1 steigen, wenn die denn alle so mitzählen. So, also Frosty hatte nix. Achso, doch, Increase the Frosty Snowman DPS bei 50%. Das ist natürlich wieder die Frage, ob das was hilft noch. Also von dir wirkt sich was aus, von dir im Moment nicht. So, dann könnte ich im Zweifelsfall sie nochmal austauschen. Ist halt nur die Frage, gegen wen. Okay, hat Polly was Interessantes dabei? Increase the DPS of all Crusader by 55% for each 10 Crusader in a formation. Das könnte doch nochmal einen generellen Bonus geben. Und? Immer noch 13. Ach komm! Okay, der Alien. Okay, ist Formation DPS bei 10% for each non-human in the Formation. Ja, nicht nur Formation, ich brauche was Spezielles. Na, ja, das ist nichts, was auf andere wirkt. Rudolf, das Rentier. Was hast du denn an, mir das mitzubringen? Nee, das hilft mir nicht. Das hilft mir auch nicht weiter. So, dann bleibt noch die Mage übrig. Wenn nicht, muss ich es eventuell auch in dem dann in der nächsten Dinger im nächsten Objective machen. Increase DPS of all Crusader every 50 areas unlocks. Okay, aber das ist auch wahrscheinlich wieder so weit, dass es nicht speziell auf ihn wirkt und damit nicht als Einzelbuff zählt. Okay, das wirkt sich nur auf dieselbe Spalte aus. Das könnte nochmal interessant werden. Okay, du hast einen Buff auf ihn. Du hast auch einen Buff auf ihn. Ja, du müsstest doch eigentlich auch... Achso, Moment. Wirken sich deine Buffs nur auf dich aus? Natürlich, das sind jetzt zu viele. Deswegen wirkt sich dein Buff überhaupt nicht aus. Dann nehmen wir doch sie da mal hin. Ach nee, nicht dich, sondern... Wen hatte ich jetzt am Wickel? Achso, stimmt, dich hatte ich gerade. The Blood Mage. Okay, dann nehmen wir dich da mal rein. Und? Immer noch 13. Ach komm. Auf jeden Fall wirkt der jetzt auch als Buff. Dich könnte ich eventuell weiter nach hinten setzen. Weil du wirkst ja sowieso auf alle... Ha, jetzt haben wir schon mal 14. So, jetzt fehlt noch ein Buff an der Stelle. Das ist natürlich nur die Frage. Also du hast einen Buff aktiv, du auch. Wen kann ich jetzt noch austauschen, der mehr Buffs zu Wege bringt, als die, die jetzt aktuell schon da sind? Also eigentlich nur dich. Weil du machst im Moment keinen Buff und ich bräuchte jetzt irgendeinen entfernten Buff, der...
Ja, der noch den Drachen irgendwie verstärkt. Hatte der Feuerphönix nicht doch einen Buff in der Hinsicht? Okay, das ist nur das Normale. Okay, das hat es auf jeden Fall nicht ausgelöst. Da wäre es natürlich... die Mission ist komplett. Dann habe ich Ellen der Archangel. Vielleicht kann ich den ja so setzen, dass dessen Buff, wenn Crusader stirbt, sich dann auswirkt. Also gucken wir mal, ob wir mit Ellen der Archangel das hinbekommen. Weil er hat ja auch noch einen Buff für das Resurrection. Und zwar, wenn der eine Stufe vorne ist. Das ist natürlich nur die Frage, wie tausche ich das so aus, dass das nicht irgendwas anderes wegnimmt. Also den nehme ich mal rüber. Und... dich wollte ich hier hinnehmen. Und dann das so rum. Ha! Geschafft! Also damit sind 15 Buffs auf Zander affected. Weil nämlich Ellen natürlich auch nochmal eben einen Buff auf ihn schickt. Mal gucken. Okay, es ist jetzt einfach nur completed. Ja, das ist das Einzige, was sozusagen nicht einfach fast automatisch errungen werden kann, weil alle anderen ist einfach, indem man die Missionen und die Objectives durchspielt, letztlich zu erreichen. Das ist das Einzige, wo man immer ein bisschen ausprobieren und spielen muss, um bestimmte Fähigkeiten zusammen zu kombinieren. So, jetzt lasse ich die einfach mal weiterlaufen. Und hoffe, dass sie die 200 Level noch schaffen, ohne dass sie die jetzt neu umsortieren muss. Also nochmal ganz kurz zu den Objectives. Also nicht zu denen, sondern zu den Tier 4 Objectives, weil diese Vorgaben letztlich, dass man kein einziges Vibe haben darf, also hier war das mit den Vibes, das war noch einigermaßen, aber man muss halt das Spiel im Auge behalten, damit man das schafft. Aber was richtig nervig ist, weswegen ich die Mission auch jetzt noch nicht angefangen habe, hier muss ich darauf aufpassen, dass kein einziges der Kinder stirbt. Und ich weiß gar nicht, wie viele ich jetzt hier... 5 Kinder habe ich jetzt dabei. Und muss natürlich mit den anderen 8 Plätzen dann damit zurechtkommen. Zum einen mit den DPS-Abzügen zurechtkommen und zum anderen natürlich Area 850 erreichen, ohne dass ich irgendwann angegriffen werde und eventuell sogar eins der Kinder einfach nur stirbt, weil das angegriffen wird. Also Instant-Kill bis zum Ende, damit die nicht gefährdet werden. Also das wird, ich glaube, das wird etwas anstrengend, aber mal sehen. Ansonsten, bei der Mission bin ich ja jetzt gerade, Beauties and the Beast. Und dann fehlt eigentlich nur noch nach den beiden Missionen das hier, um dann die ganzen Viererblock wieder abzuschließen. Also mal sehen, wie lange das dann trägt. Ansonsten eben die restlichen Tier-3-Missionen noch, die von den letzten 3 Missionen und dann... Ja, dann hoffe ich, dass das neue angekündigte Feature, was ja hier schon mal aufgetaucht ist, also nicht das Nummer 3, sondern das hatten sie hier, Challenge Accepted. Irgendwas mit Challenges soll es ja dann irgendwann nochmal geben. Mal sehen, ob sie das dann Anfang des Jahres raushauen. Weil ich denke, jetzt vor Weihnachten, Silvester wird es nicht mehr starten, weil jetzt läuft ja eh erstmal das Event noch einige Tage. Und bevor das zu Ende ist, wird das wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber mal sehen, wie lange es dann tatsächlich dauert. Also, soweit der aktuelle Stand und so viel von Crusaders of the Lost Idols und jetzt auf zum nächsten.